Oh, wie ich sehe, sind Immortal wieder alle kräftig am Sacken. Dann lasst es euch mal schmecken. Und vergiss nicht zu schlucken. Projektleiter von Scarface hat mich ohne Grund gebannt, obwohl der ganze Support von ihm komplett reingeschissen hat. Ich hätte eh nicht mehr auf dem Server gezockt, weil der Projektleiter voller Lappen ist. So ein 70-jähriger Pisser, Mann, okay. Halbes Jahr tut mir auf Projektleiter, aber der soll mal erstmal seinen Schulabschluss machen. Ja, was heißt Schulabschluss, Kindergartenabschluss. Ey, yo, Mann, ja. Check mal die Karab. Ja, komm mit, Bruder. Ja, wo ist denn dein Auto? Ja, Bruder, ich will holen das eben, warte. Oh, Mann, ich hab ein bisschen Stress bekommen, ja. Ich hab keinen Bock zu laufen. Kannst du mich tragen? Ja, normal. Ich liebe es, getragen zu werden. Bin ich der Einzige, der zu faul ist bei GTA, um zu laufen? Das kommt mir so vor, als würde ich wirklich laufen. Ja, ich brauche eine Waffe. Ich will die Waffe. Ja, okay, ich... Bruder, hör auf, Mann, hier. Danke dir, mein Bester. Das Auto will ich natürlich auch, ne? Importauto? Ja, Fraktionsauto, Bruder. Wie viel Bitcoins? Ich glaube 200 waren das. Ach du Kack. Samu. Bruder, kannst du dich bitte aufhören, voll zu labern? Es tut mir leid, Digga. Der nervt irgendwie ein bisschen, ja? Guten Tag, die Herrschaften. Ich habe eine Geisel parat. Meine Geisel parat. Genau, mein ich Bester. Geisel mal sehen, bitte. Geisel, verpiss dich nach hinten an, Monaco. Er hat gesagt, dass du kommen darfst. Da ist die Geisel, du hast sie gesehen. Jetzt möchte ich das Maximale haben, was man für die Geisel bekommen kann. Das war die Geisel oder was? Ja, das war die Geisel, wie du gesehen hast. Ist ja nicht gefesselt. Muss ich die fesseln oder was? Ich kümmere mich halt cool um die Geiseln. Hast du ein Problem damit? Okay, was wollen Sie für die Geisel haben? Das Maximale, was ich bekommen kann. Also 3000. Ja, 3000. Okay, alles klar. Ich hätte gerne die Moneten, ja. Wir machen eine Planänderung. Ich möchte keine 3000. Ich möchte freies Geleit. Ich werde mit der Geisel einsteigen und ich lasse die 100 Meter weiter frei. Nein, das geht nicht. Ich könnte die Geisel da gerne stehen lassen. Nee, du machst das, was ich sage. Du hast gar nichts hier zu melden, Opa. Nein. Dann kleine ich die Geisel ab. Wie wird's damit? Das wird nicht so ablaufen. Ich werde die Geisel mitnehmen. Nein, Sie werden die Geisel. Ich werde die Geisel mitnehmen. Willst du mich verarschen? Nein, das ist ja die Geisel nichts wert, oder was? Was ist da los? Doch, die Geisel ist. Ihr packt erstmal alle Waffen weg, was soll das hier? Ja, was das hier soll, ein Ladenüberfall. Ist mich verarschen? Soll ich die Geisel abknallen oder was willst du? Sie du machst jetzt das, was ich dir sage. Wenn ich sage, du lutschst mir meinen Schatz, dann lutschst du ihn. Du hast hier gar nichts zu melden, du Pappnase. Oh, ich hab da genug zu melden. Alle Waffen weg! Nein. Ist mich verarschen? Alle Waffen weg! Ich hab mir auch die Waffe draußen, das ist zum Eingang. Ja, ich habe vielleicht eine Geisel, deswegen? Ja, okay, aber das ist eine Forderung, wenn wir die Waffen wegnehmen sollen. Hat keinen Sinn, mit den RP zu machen. Scheiß auf den. Hauptsache, ich hab den gekillt. Hättest verhandeln sollen, Bruder. Lutsch meinen fetten Schatz. Wahrscheinlich bist du von diesem Server. Was für verhandeln? Bist du dumm oder so? Das war voller Hut und hatte gar keine Ahnung von gar nichts. Der ist gar nicht, auf gar nichts eingegangen. Waffen hat er nicht weggepackt. Der ist der Forderung nicht nachgekommen. Voller Hut und war das. Hatte gar keinen Bock am Monaco. Die reden einfach OOC am Monaco. Der sagt einfach, Summer auf Wish bestellt. Wahrscheinlich alle im Stream richtige Opfer. Wahrscheinlich die Hälfte von denen mein Stream hat der richtige Fremdscham. Ja, bringen wir euch schon mal ein bisschen zu laufen, wa? Boah, Kollege, was soll denn der Scheiß? Warum laufst du die ganze Zeit weggefesselt? Halt deine Fresse. Was für halt deine Fresse, damit? Hör auf, mich vollzuladen, bevor ich meinen Scheiß aus der Runde hier vor den ganzen Leuten lutschen muss. Boah, auf dem Server zock ich auf jeden Fall nicht mehr, Bruder. Was ist das für ein Kack-Kops, aber na cool. Der hat echt einen Kopfschuss kassiert, wa? Der ist echt nicht gestorben, wa? Krass. Das ist schon kacke. Man sieht das, er ist gerade im Kopf. Oh, weißt du das? Können Sie kurz... Er ist gerade im Kopf. Ich meine, ey, was ein Opfer, oder? Die sind alle beim Stream, oder? Es hat gar keinen Sinn mit dir, Gott sei Dank. Nicht schlecht. Ja, und seine Streamer sind auch gekommen, weil der sechsmal Zuschauer. Oder wo bin ich hier gelandet, ja? Walla, was ist das? Einfach OC-Talk, der Vater. Hat mir ins Laufen mit Godmode rum, oder? Leute, die sind einfach im Stream drinne. Ich glaube, wir sind hier auf OC Wii gelandet, kann das sein? Abflug. Ja, warum schießt du? Warum schießt du? Du hast auch einen Taser. Du hast auch einen Taser. Warum schießt du? Kannst du mal sagen? Bist du geil drauf, wieder zu töten? Eben kann er auch nicht. Machen wir mal ein bisschen Support-Action. Unantastbar! Ich bin unantastbar! Müssen wir noch eben mit dem Taser hier, Muschis? Muschi! Falsche Richtung, du Pussy. Würdet ihr sagen, das sind die schlechtesten Cops, die wir jetzt hatten? Ich glaube schon. Mir ist es noch nie passiert, dass Cops OC geredet haben. Ich muss das ganze das Gelaber von denen ertragen, Alter. Das ist so schlimm, ne? Ich weiß nicht, was das hier wird. Das ist so, ich will RP, aber komm mit nichts entgegen, so. Was? Ich will RP mal, aber komm mit nichts entgegen. Ich knall einfach dem Polizisten seinen Kopf ab, wenn er vor mir steht, obwohl wir gerade verhandeln. Weiß was laberst nicht. Du denn? Bist du dumm? Ich hab verhandelt, der hatte keinen Bock zu verhandeln. Ich hab dem gesagt, ja. Du machst das und das und der meinte die ganze Zeit ausdrücklich, nein, das machen wir nicht. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Ich war ja, derjenige, der Forderungen gestellt hat, die wurden nicht nachgegangen, als wäre die Geisel scheiß wert. Die haben natürlich gesagt, zeig mir die Geisel. Was laberst du? Ich hab gesagt, ich werde die 100 Meter weiter freilassen. Dann meinten die, nein, machen wir nicht. Dann meinte ich, Waffen wegpacken und zulch die Geisel. Nein, machen wir nicht. Was willst du mir eigentlich erzählen von RP? Ich hab keine Ahnung von RP. Was erzählst du mir eigentlich? Ja, was erzählst du mir von RP? Ihr könnt kein RP und ihr verlangt von mir RP oder was? Einer von euch Talk sagt, der hat 600 Zuschauer, was ist das, Amonakoi? Wo bin ich hier gelandet? OCV oder was?
Nee, das heißt nicht OCV. Willst du mich verarschen? Aber der sagt einfach, der hat 600 Zuschauer IC. Was ist das? Wo bin ich hier gelandet? Ich rede gerade IC nicht. Der sagt, ich weiß, dass der gerade nicht da ist. Der ist einfach im Stream. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Von was redest du eigentlich hier? Meinst du, ich flieg da die ganze Zeit rum und höre jeden einzelnen zu? Ja, du redest vor mir RP. Was erwartest du vor mir? Die reden OC, die gehen der vorne auch nicht nach. Was für RP? Wo ist da RP? 0% RP. Was soll ich da machen? Ja, dann bist du wohl im falschen Server. Also gibst du zu, dass es keine RPs bei euch? Ja, dann okay. Dann hast du es dazugegeben, das halt. Wenn dir das keinen Spaß macht und das nicht deine Art ist, dann ist das halt, Was laberst du? Was für Spaß? Ich bin verarschen, Junge! Junge, die reden OC, willst du nicht was? Was laberst du, Alter? Bist du dumm? Wer hat dich in den Arsch gefickt? Sag mir das mal bitte, wer hat dich in den Arsch gefickt? Mal kurz deine Schnauze. Wer hat dich in den Arsch gefickt? Ich will's wissen, wer war's? Ich hab dich in den Arsch gefickt. Wer hat dich in den Arsch gefickt? Ich will's wissen, wer war die Person? Irgendjemand muss dich in den Arsch gefickt haben. Was erzählst du mir von RP, du kleiner Du Würstchen, Alter, was redest du? Du möchtest gern Projektleiter. Du Hampelmann, Alter, du bist doch nichts. So. Mach mal deinen Schulabschluss, Sohn. Was bist du für ein Projektleiter, Alter? Warum lässt du dich auf mein Ding ab? Warum beleidigst du mit? Du musst professionell bleiben, du Muschi. Ist nicht drin, war noch 17, noch Schulabschluss nicht gemacht. Kindergarten-Kinder haben wir da gerade. Mach mal erstmal deinen Schulabschluss. Baumschule musst du erstmal nachholen. Danach können wir weiterreden. Was ein Typ, ja. Wallah, der ist einfach rausgegangen. Okay. Ich war doch noch gar nicht fertig. Lang, geh mal weg, du Film, such den Arzt und dann was meine Familie. Erzähl hier nicht von, ja, spendet mir nichts. Oder ach, wer will mir zuschauen? Warte mal, Bruder, ja. Was ist denn los? Hast du private Probleme? Was ist denn los? Hast du deinen Arsch auf dem Flohmarkt verkauft für 5 Euro und wollte es keiner kaufen oder was ist da los? Hm? Soll ich dir die 5 Euro geben für deinen Arsch? 5 Euro sollte ein angenehmer Preis sein, oder? Für deinen Arsch? Ich glaube, das ist, glaube ich, sogar ein bisschen zu viel. Kann man das nicht klären ohne Stream? Nein, kann man nicht klären ohne Stream, mein Bester, weil ich nichts von meinen Zuschauern verheimliche. Bei mir ist alles Offstream, ist bei mir alles Onstream. Wenn es dir nicht passt, dann lutsch meine Pepperoni. Hast du es verstanden? Bei mir gibt's nichts Offstream. Bei mir wird alles Onstream gemacht. Bei mir gibt's keine Privatsphäre. Ich sag alles, ich sag Onstream, wann ich mir an die Jacks, ich sag alles. Wenn du damit nicht klarkommst, dann lutsch mein Scheiß. Da brauchst du dir nicht zuschauen. Ich habe eine wichtige Frage. Ja, bitte. Wenn man hier eine Waffe hat, ne? Und hier schießt jemanden auf den Kopf. Ja. Reicht ein Schuss? Ein Schuss auf den Kopf reicht im Moment noch nicht. Oh, schade. Sie bräuchten mehrere Schüsse. Aktuell zufrieden mit dem Leben, ja. Ist okay, Bruder, ja. Ich habe ein paar private Probleme. Das Ding ist, früher hatte ich gar keine private Probleme, aber ich hatte keinen Chat. Jetzt habe ich einen Chat, aber jetzt habe ich private Probleme. So ist das halt im Leben, ne? Was ist ein unprofessioneller Lappen, Mann? Okay. Projektleiter sagt einfach und zu mir. Ich meine, ich beleidige auch, ja, aber ich bin kein Projektleiter. Was ist ein Schnittloch? FPS-Check. Ey, geil, Mann. Nirgendwo steht der Server. Wie geil. Keiner weiß, wo ich bin. Was hältst du von Grand AP, Bruder? Lass mich in Ruhe mit Grand AP. Ich habe euch dazu so oft schon was gesagt. Oder was hältst du von Rassismus? Was ist das für eine scheiß Frage, Mann? Was ist das für eine dumme Frage, ja? Guck mal, F3. Kannst mal Sch*** lutschen. Hallo? Ja? Ich habe eine Frage. Hattet ihr schon mal eine Waffe auf diesem Start? Ja. Wie viele Kopfschüsse braucht man? In der Regel, wenn ich jemanden in den Kopf schieße, dann ist eine Person tot, soweit ich weiß. Und wie mache ich jetzt den Waffenschein? Sind Sie gerade frisch eingereist? Ja. Dann gar nicht. Warum das denn? Sie müssen erst eine gewisse Zeit eingereist sein. Ja, aber ich will doch mein Leben beschützen. Ich bin Auftragskiller, so verdiene ich mein Brötchen. Sollten Sie vielleicht nicht vor der Justiz sagen. Ja, ich weiß, aber... Das ist selten dämlich. Ich werde ja gleich sowieso verschwinden und ihr werdet mich nie wieder sehen. Na, hoffe ich doch mal. Können Sie mir eine Waffe verkaufen? Kann ich eine Kugel in den Kopf haben, wenn Sie wollen. Wie eine Kugel in den Kopf? Wo ist das denn jetzt? Ich kann auf die Schnauze hauen, oder was ist dein Problem? Schnauze, das will ich sehen. Ampelmann, du. Hier, kriegst einen auf die Schnauze. Ja, tut mir leid, ja? Tut mir leid, ja, es tut mir leid. Chill doch mal, Bro. Brauchst du dich wohl nicht, wa? Ja, komm mit Faust. Muss die Knüppel rausholen, was ist das denn? Komm mit Faust, du Muschmusch. Ey, Bro, kannst du mir eine Waffe verkaufen? Ist ein Notfall, bitte. Wer bist denn du nochmal? Ich bin Abdullahim. Du musst mir 15.000 geben, ja? Ja, mach ich. Ja, okay, dann fahr mal, hier, hast du die gerade mit, oder? Ja, komm mit. Aber verarsch mich nicht, ja? Nein, ich verarsch dich nicht. Das Gefühl verarscht mich, ja. Gar keinen Bock jetzt von so einem kleinen Kind abgezogen zu werden. Ey, ihr drei Jungs, könnt ihr mir eine Waffe verkaufen? Nee. Ja, natürlich. Ich wollte ihm eine kaufen lassen, aber ich habe das Gefühl, dass er mich verarschen will. Nein, okay. Ich verarsche dich. Angeblich hat er den Waffenschein. Nein, ich schwöre, ich verarsche euch nicht. Du schwörst auf was? Das ist ein normales Geschwur, reicht mir leider nicht. Auf was schwörst du denn? Auf mein Motorrad. Auf deinem Motorrad? Das ist mir leider nicht genug. Was ist dir denn genug? Auf 10.000. Ja, wow, Alter. Jetzt glaube ich dir auch sofort aufs Wort. Ich kann jetzt auf 100.000 schwellen. Ich gebe dir die sowieso. Okay, komm. Man braucht hier nur einen Kopfschuss, ne? Nee. Wie? Mehrere. 5-6 Stück. Jungs, braucht man hier mehrere Kopfschüsse? Ja, hier ist oder? Kein Dings, ne? So wie du immer machst. Mehrere, oder was? Ja. Da mehrere. Das ist eine Zeitverschwendung, Mann, Herr Grimm. Alter, ich check das nicht. Warum macht man Kopf und nicht One-Shot-Server? Bruder, warum existieren solche Server überhaupt? Das check ich nicht. Habt ihr gemerkt, dass es mehr Server ohne One-Shot gibt als mit? Bei GVMP sind, glaube ich, viele Leute, die außer RP nichts im Leben haben, mäßig.
Ich hätte niemals gesagt, dass du Leuten ihr Geld nicht gönnst, hä? Was laberst du? Wovon redest du, hä? Bist du dumm? Das wird dich in den Arsch gefickt. Wem gönn ich denn sein Geld nicht? Ich bin derjenige, ich hasse Geld. Ich hasse generell, ich hasse geldgeile Menschen. Ich hasse Geld generell, dass das mit Menschen anrichtet. Du hast mit Finanzamt wie ein Hund. Ich dreh dich an, du Kind. Was ist denn da los? Wurden die Finanzen etwa da nicht bezahlt? Hast du Fake-Account gemacht, mein Bester? Es hat nichts mit Geld zu tun, du kleiner Sohn. Ich erzähl dir mal jetzt was, du kleiner Hör mal zu, du kleine Es gibt Leute, die arbeiten Tag und Nacht im Bau. Es gibt Leute, die machen die wichtigen Jobs im Leben. Anwalt, Krankenhaus, Ärzte, Krankenschwester, Altenpfleger. Diese Leute machen die wichtigsten Berufe auf diesem Planeten. Ohne diese Leute würdest du auf der Straße Müll sammeln. Dann könntest du das, was du da machst, gar nicht machen, wenn diese Leute die wichtigen Berufe nicht machen würden. Diese Leute verdienen so wenig und die machen die wichtigsten Berufe und die bezahlen so viel Steuern. Und so ein Hurensohn wie ihr macht einen scheiß Server auf. Alles gut, aber ihr zieht kleine Kinder ab mit Importwagen, zieht den kleinen Kindern das Geld aus der Tasche und dann seid ihr auch noch solche und bezahlt eure Steuern nicht. Und solche Leute gehören einfach gefickt. Jeder sollte gleich behandelt werden, Gleichberechtigung. Jeder bezahlt seine Steuern. Das ist einfach unfair gegenüber den Leuten, die diese wichtigsten Berufe machen und einfach so viel Steuern bezahlen und fast kaum Geld haben zum Überleben. Allein schon, was du schreibst, zeigt einfach, dass ihr anscheinend eure Steuern gar nicht bezahlt. Wahrscheinlich macht ihr da irgendwas Pille-Palle hinterrücks, ne? Werden wir noch schauen, ne? Samu, Bruder. Amenakoi, woher weißt du, dass ich hier bin? Amenakoi, ich seh doch neben Text, Bro. Samu, Bibi, willst du anreißen oder was? Kopf, ein Schuss? Kopfschuss, ein Schuss. Habt ihr lange Haare mit Zopf, lange Zopf? Habt ihr nicht, ne? Definitiv haben wir. Indianerzopf, meine ich. Schwierig, Bruder. Ah, schade. Ich muss gucken. Leider beim ersten Kritikpunkt nicht so nice. Mann, dreh dich doch nicht um, du Sohn, ja? Dein Glubschorgen. Dein legendären Schnurrbart. So, ich bin soweit. Was willst du, Pimmelsacker? Geh mal zurück. Dann mach ich das mit Samu. Ich hab Angst vor dir, ich will keinen Kopfschuss von dir. Woher hast du diese Information? Genau. VDM, RDM, PowerP, Metagame, was willst du wissen? Lass uns das ersparen, weil diese Fragen kennt jeder. Im Voraus darf ich die Leute abknallen, die Streamsnipen? Darf ich das kurz abklären, Bruder? Okay, beweg deinen Arsch, Pimmelsacker. Streamsniper abknallen, einfach so, Digga. Geht das? Ja, können wir machen, ja. Ich pass mich an. Wenn einer vor mir ist, ich merke, geiles RP, dann bin ich am Start. Wenn ich merke, das ist eine Gambo. Dann mach ich Remi Demi mit dem. SXAK, du bist der Beste, Junge! Wollen wir den anreißen lassen? Ich würde schon sagen, oder? Ja, komm, mach. Okay, mein Bruder von meiner Math. Let's go! Die Buddy fängt an! Ach, kacke, ja. Hamza, bist du's? Ey, Hamza, bist du's? Ja, wer denn sonst? Hamza, wo kommst du denn her? Steig ein! Kannst du mich mitnehmen? Nee, Hamza, komm! Du Penner, Hamza. Alter. Ey, mit deiner hässlichen Jacke immer. Wir machen jetzt Hamza-Action. Hast du Bock? Was? Ja, nicht zum Blowen? Mach dich ab, du Mini-Maker-Würstchen. Bitte ja, stabil. Hamza, wo bist du? Ich glaube, Hamza ist geflogen bis zum Mond. Ah, da bist du ja. Wo ist denn unser Roller? Steig ein, Hamza. Nein. Hamza, steig ein, schnell. Hau rein, mein Bruder. Ja, kannst du aber lange suchen. Ah, der Team ist abgestört. Bruder, was ist das für ein Medic? Ja, Walla, was ist das für ein P***, Amanakoyim? Ey, Hamza, du Cocksacker! Ey, was? Ich schwör, ich wohne im Kopf in der Nähe von dir. Herzlichen Glückwunsch. Eine Waffe kostet 75.000, Alter. Hamza, gib mal die Moneten. Komm, wir gehen in Bank, gucken wir mal. Wir tun unser Geld zusammen, holen wir schon mal eine Pistole und dann ziehen wir jemanden ab, dann haben wir die zweite, okay? Komm, Alter, ich hoffe, hier ist auch mal ein bisschen Knete. Oh, 40.000, das sieht doch saftig aus, Hamza. Was sagst du dazu? Ja. Heb mal alles ab und gib mir das. Ja, du, gib mir ein bisschen Geld. Ich hab selber nichts. Gib her. Ja, okay, Mann. Geht doch, her damit. Wie viel? Alles, was du hast. Danke dir. Und jetzt mach ich ab. Hamza, gib mir auch deine Kohle. Was heißt bitte, Junge? Ja, gib her jetzt. Ey, dein Bike will ich auch. Dein Bike lässt du auch hier. Nimm den Roller. Warte, wir nehmen den Roller. Wir können nicht das zweite. Oder warte, Hamza, warte, da steig mal aus. Wir machen das anders. Geh mal weg, Hamza. Mach ich ab, du wirst schon. Alter, ich hab immer Vibes bei diesem Fahrzeug. Kennt ihr bei San Andreas doch diese Squad-Cheat? Oh Mann, wir brauchen eine Waffenlizenz. Was eine Kacke, ja. Ey, Jo, hast du eine Waffenlizenz? Hamza. Oh, Hamza. Ja, guck mal, was ich hier aufgegabelt habe. Ich hab Waffenlizenz. Ja? Kaufst du eine Waffe? Gib Geld. Ne, du hast doch Geld. Nein, ich hab dir mein Geld gegeben. Hä? An sowas erinnere ich mich nicht. Hier, kaufst du mir jetzt eine? Danke dir, mein Bester. Das macht ihr endlich. Spaß. Hau rein. Danke dir, ja. Lass den da vorne ausschrauben, der hat eine Waffe. Mein Freund! Einmal bitte aussteigen! Was? Aussteigen! Aussteigen! Was machst du, Bruder? Übertreib nicht! Aussteigen, wir wollen mit dir kurz reden, ja? Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts gemacht! Was bist du denn für ein Memelan? Was denn für ein bist du denn, Lan? Ich hol meine Brüder, ey! Waffe weg! Waffe weg! Gib ihm deine Pistole! Aber pass auf, nicht, dass du gleich ein Messer in deinen Arsch bekommst. Meine Jungs sind überall. Deine Jungs? Ich hab nichts gesehen. Lassen Sie mich am Leben. Deine Jungs also, ja? Hier, das heißt von deinen Jungs.
Das heißt schon deinen Jungs. Haben wir kommen, wir fahren. Warte, warte, warte. Gib mir noch Westen. Gib mir noch Westen. Ich hab eine einzige. Ja, dann gib mir die. Okay, hau rein, Elias. Aber du musst, muss. Fahr. Aussteigen, bitte. Allgemeine Verkehrskontrolle. Können wir mal einmal euer Auto haben? Pass, pass. Ihr beide könnt einsteigen, wenn ihr wollt. Raus aus meiner Karre, bitte. Das Auto ist ja voll langsam, Hamza. Scheiß auf die Karre. Steig ein, du Puss. Warte, ich steig sofort aus. Wer aussteigen? Wir? Nein, ich will nicht. Ich will hoffen. Fahr, Hamza. Was? Wir haben ein Problem? Hamza, du bist so ein Idiot. Du kannst nicht mal Auto fahren, ja? Haben wir ein Problem? Was haben wir? Nein. Endo don't. Reinkommen. Nach hinten. Umgedreht bleiben. Nicht du, Lan, du verpiss dich raus, du Pimmellecker. Bleib so. Ja, schau mal, was das dabei ist. Ihr beide habt nichts dabei? Nein, die haben nichts dabei. Auf solche Penner habe ich jetzt Seide verschwendet? Lass mein Handy bitte, komm. Ich habe mir gerade eben ein neues Handy gekauft. Lass mein Handy. Ja, kannst den Arsch stecken. Ja, okay. Hab doch Scheiß auf den Pimmelsacker, komm. Macht euch mal ab von meinem Auto, bevor ich hier unangenehm werde. Hast du eine Waffe, Bro? Willst du mitmachen? Ich habe keine Waffe, ja. Lass mal jemanden abziehen. Du bist unsere Geisel. Aber ich bin heftiger Schütze, Walla. Wer hat gefragt? Welchen Rot machen wir? Du hast jetzt die Schnauze. Juwelier geht nicht, aber ich kann kein Auto fahren. Halt deine Fresse, Hammer, sonst hol ich mal raus. Beim Juwelier waren Pedina. Halt die Fresse jetzt ein, Leute, komm schon! Warum hast du denn nicht getankt, Hammer, du nichts nutzt? Ich hab Geld bekommen, 100k, ist wichtiger. Lutsch mein Schuss. Ist ja schon einer. Ja, f*** mal den. Der Hurensohn hat einfach ausgerobt, hat sich verpisst. Was dein Huren? Hau rein, Hammer, du Pisser. Schau, du Götz. Was ist das für ein Sound, Hammer, okay? Hört sich an wie Spielzeugpistole. Dann schauen wir mal, was hier abläuft. Gut, solltet ihr mal rauchen? Ja, Bruder, ich sage vieles, wenn der Tag lang ist. Kamba Tambo machen, ne? Wolltest du mal kurz ankündigen? Haben wir wieder Scheiße im Arsch? Was ist denn hier los? Was machen die da oben? Ja, hattet ihr auch mal vor, runterzukommen? Irgendwas zu machen, Cops? Pilot-Action oder was? Ja, yo, gehörst du zu Grove? Ja, ich gehör zu Grove. Was ist das denn für eine Stimme? Du hörst dich auch wie mein Scheiß, Mann. Ja, ich weiß, was soll ich machen, Alter? Zu viel geraucht. Ach du Scheiße, Alter. Wo seid ihr? Beim Kreis? Ja, aber ich bin alleine. Wir sind auch nicht offiziell. Keine Freunde oder was? Nein, ich bin alleine. Also, du hörst ja richtig an, als hättest du meine Peperoni im Mund. Was soll ich machen, Alter? Keine Ahnung, lass dich operieren, Alter. Du hörst dich echt grauenvoll an. Ja, tut mir wirklich leid. Oh, nein. Seht ihr das? Ich mach die Autounfälle nur, wenn ich Chat gucke. Digga, warum? Ja, mein Nacko. Danke dir. Kein Problem. Danke dir, Pimmelsacker. Guck mal, ich geb die doch, aber schlag mich, ich walle hier, bitteschön. Nächstes Mal schneller, du Penner. So, fahren, Driftmode aktivieren, zur Seite, deaktivieren. Aber was eine Kacke, Mann, okay. Was geht, du Pussy? Zu wem gehörst du? J.S. Angels. Wo sind denn deine Leute? Sollen wir hier antanzen? Ich hab was mit denen zu besprechen. Haben gerade was zu tun. Ja, was denn? Was kann denn noch wichtiger sein? Wenn du verstehst, was du meinst. Aussteigen. Sonst was? Sonst tot. Sorry, Alter. Ey, aussteigen, was rappelt im Karton. Kannst du mal bitte kurz aussteigen? Ich muss was mit dir bereden, ja? Steig aus, oder ich muss schießen. Hände hoch, Hose runter. Bleib so. Wohin? Bist du gefesselt? Ja, bist du. Oh, mein lieber Schotty, was hast du denn alles dabei? Alter Schwede, ey. Hab ich ja den vollen Jackpot bekommen. Was willst du, Pimmelsacker? Mach dich ab. Und siehst du hier, siehst du mein Baby? Willst du den spüren? Hä? Hatte das nicht mal dabei? Steig aus. Ich hab einen Admin abgezogen. Ah, krass. Ein anderer Admin war in meiner Nähe. Ich hab seine Sachen abgezogen. Geil. Oh, Brother. Dir geht's, glaube ich, auch nicht mehr so gut. Komm, wir machen eine Spritztour. Action! Aus dem Weg, du Würstchen. Hä? Ey, der bremst nicht! Hallo! Oh, Scheiße. Willst du das Auto hier? Fährt 300, 400 was. Willst du? Da ist dein Auto. Könnt ihr mir eine Waffe geben? Nee, aber ich kann dir was Besseres geben. Oh nein. Mein dicken Scheiß. Was machst du denn hier? Ey! Abflug! Motor-Action! Mach keine falschen Spielchen, ich hab dich im Auge. Du brauchst doch eine Geisel, oder? Mach dich ab. Ja, komm. Nee, geht nicht. Brauch dich nicht, du Pimmelsacker. Was ist das denn? Boah, das dicke Cash jetzt, oder was? Was? Für 50 Euro kannst du deiner Mutter geben, die hat's mir nötig. Ich hab Bock, das noch mehr zu öffnen, Mann. Das hat mich gerade voll süchtig gemacht. Alter, jetzt reicht es mir aber! Jetzt hab ich die Schnauze voll! Dass der mir wieder hier auftaucht, so ein Zufall gibt's nicht. Oh, Scheiße. Egal, die hätte ich nicht gebrauchen können. Ich habe ja mit Geisel gestartet, ne? Meine Geisel ist halt nur gestorben, weil die missgebaut hat. Ich habe mich ja ans Regelwerk gehalten, weil die Geisel ist ja hier. Regelwerk sagt, man braucht eine Geisel. Aber es steht nicht im Regelwerk, dass die Geisel leben muss. Ja, habe ich euch an den Eier, wa? Habe ich euch an den Eier mit euren Regeln. Kommen wir zur Verhandlung.
Ist die Polizei? Nee, wir sind die Medics. Ja, was machst du denn hier? Ja, ich hab ein Dispatch gekriegt hier. Hast du was Falsches bekommen? Kannst du wieder abrücken? Alles klar, dann einen schönen Tag noch. Ja, haust du rein, mein Bruder. Ciao, ciao. Und du kannst dich auch verpissen, halbrasierter Nee, du darfst gar nichts. Du machst die Fliege, Mann. Du machst erstmal deinen Kindergartenabschluss. Dann können wir weiterreden. Mach's ab. So, Jungs, ich komme sofort. Ich muss was Wichtiges erledigen hinten. Jetzt geht's ab. Juhu. 150.000. Nice, 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 nice. 200.000 gibt's auch. Oh, nochmal 150.000. Golf GT. Oh mein Gott, man kann Golf bekommen. Wieder 150.000. Weiter geht's. Aha, Waffe, Waffe. Was kriegen wir für eine Waffe? Oh mein Gott, C30 AMG gibt's auch? Krass. Das kostet 5 Euro eins? Eins davon bei euch 5 Euro wert? Was? Verbandskasten? Das ist der Verbandskasten. Es geht hier vor sich. Komm sofort, ich muss eine wichtige Angelegenheit erledigen. Also habe ich gerade Case im Wert von 100 Euro. Ah, Geld, jetzt bist du langweilig. Geld, jetzt bist du langweilig. Ich will diesen AMG. Diesen AMG, Bruder. Oder ich will einen AMG. Golf GT kann man auch bekommen. 150.000 schon wieder. Verrundet. Was wollt ihr hier? Wollt ihr Messer in Arschloch oder was habt ihr dann zu suchen? Alle raus, alle raus. Ich gebe euch 5 Sekunden Zeit. Ich habe gerade was Wichtiges zu erledigen, wie ihr seht. 5 Euro für sowas, Bruder. Kauft euch nie Sachen so kistenmäßig. Kauft euch sowas nicht. Egal in welchem Spiel. Ich will den AMG. Links gehst du danach Garage, ne? Ich hab dir da was reingestellt. Okay, Bro, danke dir. Rein, ich wünsche dir noch viel Spaß, ja? Aber rein, wir sehen uns. Aber wurde immer 150.000, ja? Nicht 150.000, 100.000, Alter. Das ist eine Garage. Bro, ich wollte dir noch nicht erzählen, dass eine davon 5 Euro kostet. Eine! Und immer noch keine AMG? 200 Euro schon verballert und immer noch keine AMG, oder was? Bruder, bitte, tu mir den Gefallen und kauf so eine Scheiße nicht. Ich würde sowas niemals kaufen. Ich mach's jetzt, weil ich es gratis bekommen habe. Aber mach das nicht, Bruder, das ist so dumm. Ich sag mal so, wenn ihr das kauft, dann seid ihr echt die größten Opfer, die ich jemals gesehen habe. Verpisst euch raus hier. Sprechen Sie denn mit raus mir? Raus mit dir. Oha. Lutscher. Und kann hier nicht mal 2 Kisten ziehen, haben wir okay. Wie gesagt, ich mache jetzt diese Case auf, Bro. Ich habe das gratis bekommen, aber wenn ihr das kauft, seid ihr die größten Opfer, Bro. 5 Euro für so eine scheiß Kiste, Alter. Ich würde das nicht mal für 10 Cent kaufen. Ich würde dafür nicht mal 10 Cent bezahlen. Selbst wenn ich Millionär wäre, würde ich das nicht kaufen. Selbst wenn ich Milliardär wäre, würde ich das nicht kaufen. Egal wie viel Geld ich auf der Welt hätte, ich würde das nicht kaufen. Was ist los? Kriegst du Kopfnüsse, wa? Zack, zack, zack. Schlafenszeit. Nein, 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 Bruder, ich würde das nicht mal für 1 Cent kaufen, sage ich dir ehrlich. Weiter geht's. Einfach immer noch kein Auto bekommen, was eine Abzocke. Ich habe einfach 2 Millionen. Jetzt nichts für ungut, Bro, aber... RP zocken viele kleine Kinder, Bro. Ich würde sowas rausnehmen, wa? Das ist echt asozial. Ich finde das ein bisschen asozial, sowas mit Geld. Ich habe auch viele Leute eben gesehen, die halt jung waren. Da waren 10, Leute, die haben sich angehört wie 10, so weißt du. Oha! Was hat der gemacht? Der hat irgendwas geändert! Guck! Das ist genau das, was der gerade gemacht hat, Bro. Der hat alles zu AMG gemacht. Das ist das, was man bei Leuten macht, die Casino streamen. Oder Leute, die FIFA Pack Openings. Wenn das so ein Server hinbekommt, guck mal, wie schnell das hinbekommen hat. Der konnte irgendwas machen, das alles zu C63 wurde. Der hat es manipuliert. FIFA macht das auch bei Streamer oder bei irgendwelchen Leuten. Casino macht das ebenfalls. Das ist so. Ich schwöre, das ist so. Die machen das bei den Leuten, die erhöhen die Wahrscheinlichkeit und dann seht ihr in Streams oder was weiß ich, Casino, oh, der macht 20.000 Euro mit 2 Spins oder oh, mit der zieht erste Karte Ronaldo. Versteht ihr, was ich meine? Das ist das, was alle machen. Das ist voll die Abzocke, Bro. Ich schwöre, das ist so. Sei es bei Casino, sei es bei FIFA, die manipulieren das. Oder bitte, bitte, tut mir den Gefallen und kauft euch so eine Scheiße niemals in egal welchem Spiel. Ich finde das so dumm, Bro. Wenn ihr dafür Geld ausgibt, dann seid ihr echt Idioten. Ich finde es ein bisschen scheiße, dass sie das selber sowas hat, Bro. Steige aus, mach dich ab, du Pisser. Ich war mit, Mann. Lutsch mein Schwanz.
Ihr habt gerade gesehen, Bruder, ich habe 50 Kisten gezogen. Ich habe nichts bekommen außer Geld. Kein Auto, gar nichts. Und eine Kiste kostet 5 Euro. So richtig Scam. Und dann hat der Typ das einmal manipuliert und ich habe direkt ein C63 bekommen. Und so läuft es auch bei anderen ab. Was sagst du, Pimmelstacker? Rechts ranfahren, du kannst mal einen lutschen, Alter. Du glaubst doch nicht, dass du mich erwischt, Alter, mit dieser Karre. Hau rein. Ihr kriegt mich doch eh nicht, Bruder. Das Auto ist viel zu schnell. Hau rein, Bro. Hau rein, Bro. Bye, bye. Bye, bye. Ciao. Bye, bye. Hau rein. Auf die Seite der Höhe. Bitte rechts ran. Hau rein. Bye, bye. Abfahrt. Einmal rechts ran. Machen wir mal eine Verfolgungsjagd, würde ich mal sagen. Die bin ich auf jeden Fall los. Der will mich verarschen, Bruder. Wie hat der mich da gefunden? Hallo, was machst du, Idiot? Junge, verpiss dich doch! Ist das euer Ernst? Hallo! Oh mein Gott, der Klassik-Headshot stirbt nicht. Wie billig, ja. Walla, billig, Amuna, komm, ja. Hartz IV Connect, Amuna. Kriegt den größten Kopfschuss und stirbt einfach nicht, ja. Walla, was ein Cocksacker, Amuna, komm. Der findet mich einfach in so einer Ecke, Bruder. Solche Meter. Alle am Stream offen. Oh mein Gott, die haben mich in so einer Ecke gefunden. OZMET, ja, deine Mutter hat mir heute keine geblasen. Deswegen bin ich OZMET, hast du recht. Ach, ihr labert mir zu viel, Amuna, komm, ja. Ihr labert mir zu viel. Haut rein, ihr Muschis. 10 Jahre Bord, habe ich auch gehabt. Ja, lutsch meinen Schwanz. Oder wenn ihr diese Case kauft, dann seid ihr der größte Idioten, Bruder. Dann seid ihr die größten Idioten. Wenn ihr so eine Scheiße kauft, Bruder, macht so eine Scheiße nicht. Geldverschwendung. Einfach das Abzocke, mehr nicht. Egal in welchem Spiel. Damit es keiner fährt. Ich gönn nicht. Oh, schade. Oh, hätt's wohl gern. Hätt's wohl gern. Aber warum soll ich denn Weihnachten feiern, Bruder? Ein Weihnachten ist ein Christenfest, Bro. Warum soll ich das denn feiern? Ist doch nicht meine Religion. Das würde gar keinen Sinn ergeben. Es ist halt ein schönes Fest, aber ich feiere es halt nicht, ne? Du hast, glaube ich, Weihnachten nicht gecheckt. Weihnachten hat eigentlich nichts mit Feierparty zu tun. Weihnachten ist eine Feier von Christen. Und es ist halt komisch, wenn du als Jude oder Moslem beispielsweise Weihnachten feiern würdest. Hat jemand eine Maschinenpistole für mich? Aus dem Weg, du Muschi. Die ist in eine andere Dimension geflogen. Ey, yo, warum schießt du? Das ist aber nicht die nette Art. Ja, okay, ich kenne keine nette Art. Also, du bist doch der mit der der Cocksacker-Stimme. Steig ja. Ein, steig ein, wir verfolgen den. Da ist er, da ist er, da ist er. Ich treffe nichts mehr lang. Ich hab ihn. Oh, sorry. Du hast ihn vernascht, Jo. Okay, ich will ja jetzt nicht unhöflich sein, aber verpiss dich raus zum Müll. Ciao. Hallo, bist du Mechaniker? Ja, komm. Kann man das tunen? Ja. Kann man mit Bank bezahlen? Ja. Nice, geht das noch schneller? Ja, warte, ich mach das. Echt? Dann mach mal volle Breitseite. Volle Power, würde ich mal sagen. Jetzt bei mir auch. Full Power. Ja, die Schrottkiste, Alter, die kannst du direkt entsorgen. Ey, mein Auto ist geil, Digga, sei mal ehrlich. Ja, für den Müll ist... Okay. Ist Handling jetzt besser, oder was? Ich merke keinen Unterschied. Ist der nicht gleich? Oder bin ich da dumm? Alter, mein Tisch vibriert wegen der Waschmaschine im Nebenzimmer. Die Waschmaschine geht ja richtig ab. Remedy-Dem. Ah, schade, Bruder. Ich finde, das ist nicht so schnell, ja. 381 ist irgendwie voll Müll. Dann machen wir Wetten. Macht sich vom Acker, du Cocksacki. Lass mal Wetten machen. Alter, mein Kopf dreht sich. Was ist das denn für eine Kacke, Mann? Da kannst du ja gar nicht mitteilen. Oh, da ist eine Flöten gegangen. Der ist hinter uns. Ja, kriegst du einen Kick, war von der Seite. Am Fahren, na? Ne, warte. Oh, sorry, das wollte ich nicht. Zack, mit der Heckscheibe einen klatschen. Schlafenszeit. Oh, rein, Bro. Dürfen wir aktivieren, dann fährst du an und dann zack, mit der Heckstoß. Kannst du so einen klatschen, so weißt du? Zack. Ich muss doch die Bürger beschützen. Sind die verrückt oder sowas? Ja, man läuft doch in jemanden rein, wenn der so driftet, ne? Oh. Heilige Mutter Teresa. Nee, was geht, yo? Nimm die Gelände runter. Runter. Was denn nicht? Ja, chill doch mal, ich fahr da runter, Mann. Zieh doch nicht dick auf mich. Aber absteigende. Lass mein Schuss lutschen. Achso, ich dachte, du wolltest mich. Ich hab's ja aufgegeben. Hey, beschieß doch! Schneller, Tückerpüppchen. So. Geht's Ihnen gut soweit? Ja. Gut. Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Weiterfahrt, ja? Machen Sie es gut. Ich dir auch. Hau rein, Opa mit Pornolocke. Oh, da wurde einer wohl gerade gefickt, wie ich mitbekommen habe. Ja, ja, richtig. Ich glaube, jeder kann mir zustimmen, wenn ich sage, dass es am meisten Spaß macht, Cops abzuknallen, oder? Es gibt nichts, was mehr Spaß macht, Cops abzuknallen. Aber noch geiler ist es, wenn du in eine RP-Situation machst. Ist ja nicht Sperrzone da, ne? Ich würde es einmal mitten rauszufahren. Ach so, hab ich nicht gesehen, sorry. Alles gut. Sperrzone, du und raus mit dir, bevor ich den Arsch f***e. Warum werde ich denn jetzt beschossen?
Hast du was gegen Leute, die mit hoher Erpitzung, also die später in Stimmung erst kommen? Nein, Bruder, hab ich nicht, aber ich mach mich drüber lustig, weißt du? Ich sag's denen, hast dein Kindergarten überhaupt gemacht? Die sagst, solche Sachen also sag ich halt, weißt du? Mit humormäßig so halt, ne? Ich mach mich auch über mich selber lustig, so. Man muss auch ein bisschen drüber lachen können. Aber dagegen habe ich jetzt nicht so. Ah, stimmt, hier ist eine Sperrzone, hab ich voll vergessen. Magic macht Sperrzone hier bei PD. Ey, yo, sollen wir das PD stimmen? Hast du eine Waffe für mich? Dann. Nein. Habt ihr gerade auf mich geschossen? Achtung, er kommt weg. Habt ihr mir gerade auf mich geschossen? Ich bin doch gar nicht, Bruder. Ich fahr doch einfach da ein bisschen rum, Alter. Darf ich nicht? Oh, scheiße. Rückwärtsgang, geplant. Zack, Vorwärtsgang. Was ist los? Willst du das PD stürmen oder was? Ja, ich stürm PD jetzt. Echt? Wir sind ja gleich angezogen, Leute, zusammen. Können wir machen. Dann let's go. Und hier wird es klappen, Mats. Das Auto positionieren wir hier, damit wir abhauen können. Schwierig, schwierig, schwierig. Weiß nicht, wo ich bin oder was? Ach du Kacke. Oder sieht man das direkt oder was? Ey, Bruder, das gibt's doch nicht, ja. Walla, er sieht direkt, wo ich bin oder was? Walla, so eine Kacke, ja. Walla, fuck mich das ab. Einfach Spray mit der Langwaffe. Solche Muschis, ja. Die haben so viele Leute da hinten getötet. Die haben die nie rübergeholt und versucht hochzuholen. Warum machen die es jetzt bei mir? Das verstehe ich. Guck mal, die bringen mich doch extra bis nach hier. Sick den Gittermonaco ihm, ja. Ach so, nötig. Jetzt zieh ich aber meine Waffe, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Die Cops können eh keine RP. Die machen Sperrzone und keine Wahl ab, aber okay. Voll die Opfer. Ja, das will ich sehen. Ja, f*** die. Du sollst nicht sterben mit Kopfschuss. Du sollst die f***en. Guck mal, die sind so schlecht. Die Spray mit der PDW einfach durchspulen. Also, guck mal, wie kacke. Erstmal funken, 10 Leute holen, weil man zu schlecht ist alleine. Erstmal funken. Komm, gib den Rechtspick, Kopfschuss. Komm, Rechtspick, einen Kopfschuss. Alter, der bleibt stehen, Alter, muss doch bekommen. Ah, okay, jetzt gibt mein Bester. Mit Pumpgun, das wird nichts. Oh, da bist du leider flöten gegangen. Das war nix. Netter Versuch, aber das war leider nichts. Nice try. War aber ein kurzer Versuch. Gehen Sie mal ein bisschen. Die Frau wurde auch gefickt. Komm, zieh mal Waffe, Bruder. Mach mal Action, komm, zieh mal ein paar Kopfs ab, damit richtig lustig wird. Ist zwar kein Zuschauer, ist zwar so random, aber zieh. Ah, schade. Du bist ja richtig langweilig. Oh, was ist passiert? Hallo, einmal die Hände hoch. Oh, Alter. Ihr seid so scheiße, Alter. Komm, ich kacke. Der kommt direkt in den Müll. Was für Kopf, Alter. Wo bin ich hier gelandet? Also. Ah. Aus lassen oder soll ich einfach alle abknallen, weil die so Jungs, kacke sind in der RP? So, auch der Herr ist wieder anwesend. Oh, shit, Mann. Was passiert? Mach mal bitte die Hände. Was hast du denn da? Ich stehe mal eigentlich da. Warte, wie mache ich meine Hände hoch? Ja, Jungs, ja, nur für die Taser, das ist doch gar nicht nötig, oder? Haben wir es nötig? Ja, das ist immer nötig. Ja, hast den Kollegen getötet, würde ich mal sagen. Da ist der Kollege aber ganz schön flott flitten gegangen. Dann sagen wir mal, Schlafzeit für ihn. Alter, wie schlecht. Alter, was eine Kacke. Ich habe noch nie so schlechte Kopfs gesehen. Ja, mir recht, ne? Oh, nice. Ich bin weg. Bye, bye. Ja, siehst du's? Nee. Er ist im No-Clip. Woher wissen die, dass ich im No-Clip bin? Kann mir das mal einer sagen? Wer? Der Typ, den ich in der Hand hab. Du hast keinen in der Hand. Doch. Ich bin kein Mord. Ich hab Adminrechte, du Opfer. Ich check gar nicht, warum weiß er, dass ich im No-Clip bin? Und der Admin weiß es nicht. Kann mir das mal bitte einer sagen, Bro? Das ist ja voller Hussein, Bruder. Die sind alle im Stream einfach. Ach du Kacke. Gangwar, Monagel, einfach. Gangwar machen die da einfach bei PD. Die machen einfach bei PD Sperrzone, Bruder. Ich fahr da rein und die machen einfach Sperrzone aus dem Nichts. Ohne dass ein. Es ist kein Kopf gestorben. Die machen einfach Sperrzone und dann killen die einfach alle ab. Ja, ich wurde bei Bloody gebannt. Wegen Ding, Bruder. Ich konnte gestern zwar schon nicht. Seine Mutter wollte bei mir blasen, aber hat nicht funktioniert. Deswegen war er ein bisschen mad auf mich, dass ich nicht blowen lassen habe. Deswegen hat er mich gebannt. Ich habe versucht, mich deswegen zu entschuldigen, aber er hat es nicht angenommen. Bruder, ich bin tatsächlich ein Mensch, der gar keine Angst vor dem Tod hat. Eher gesagt, neugierig ist, was nach dem Tod passiert. Aber irgendwie habe ich gar keine Angst vor dem Tod, sage ich dir ehrlich. Bruder, ich habe einfach alles verloren. Ich habe meine MP verloren, die ich für dich geholt habe, Digga. Angeblich. Bruder, ich habe 4 Leute geholt. Und wer hat danach gefragt? Lass mich doch los! Ey, du Bitch! Ich liebe deine YouTube-Videos, Bruder. Ich liebe deine Videos. Ja, stabil, warum tötest du jetzt mich? Ich liebe deine Videos, Kacke, Bruder. Ja. Ich liebe deine Videos. Ja, ich bin mal gestorben wegen dir. Ey, Bruder, sorry, dass du tot bist wegen mir. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Bruder, was knallt die mich ab, diese F***e? Ja, was eine F***e, Mann, Akkoim. Bruder, Wavefight war der erste Server, auf dem ich drauf gewesen bin, tatsächlich, ne? Der allererste Server. Was mich abf***t ist, Bruder, ich versuch so Raub zu machen und dann erkenne ich Metagame und da habe ich gar keinen Bock mehr auf die Situation. Da will ich nur alle abknallen. Selbstverständlich war das vom Feinsten geplant. Ey, steig aus, bitte, Bro. Mach keinen Miesen. Bro, steig mal bitte aus, ja. Erdler, komm, ich nehm dich mit. Erdler, komm, oh, scheiße, sorry, Mann. Hoffmann, Habibi, Hoffmann.
Ja, mach keinen Scheiß, ich hör auf, ich hör auf, hör auf. Mach keinen Scheiß, mach was. Oh mein Gott. Alter Bruder, wo bin ich hier gelandet? Ja, einfach Troll-Server, mein Akkuim. Wie kann man diesen Huren immer noch nicht gebannt haben? Verstehe ich einfach nicht, ja. Oh, jetzt kommen die Fanboys. Ja, ja, du bist der größte Fanboy, du kleiner Huren-Sohn. Bruder, ich, warum werde ich nicht revived? Bruder, so eine Kacke, Mann! Admins, wo seid ihr? Ja! Oh, geile Innenausstattung, Bro. So, da haben wir den nächsten Kollegen auch wieder. Haben Sie eventuell ein bisschen Geld für mich? Ich bin ein armer Schlucker. Kein Bock zu Banks. Ich hab 9000. Ach, scheiß auf dich, du Pisser. Hallo? Sorry. Das Ding ist, jetzt haben wir so eine Situation, ich habe gar keinen Bock mehr auf RP. Und dann habe ich irgendwie gar keinen Bock mehr auf diesem Server überhaupt generell RP zu machen. Und dann artet das aus, dann kommt Combat Logging, RDM, Massen-RDM. Diese Sachen kommen danach erst. Aber am Anfang, ist euch das aufgefallen, bin ich jemals auf einen Server gegangen und habe direkt Action gemacht, gesagt, komm, ich jetzt den, ich jetzt den. Am Anfang, ich komme auf den Server, ich mache normal so RP versuchen. Dann merke ich, es ist voll Schrott. Dann artet das immer so aus. Oben links stand Verwarnung, Massen-RDM und VDM. Das meinst du nicht ernst, oder? Aber jetzt sieht das schlecht, Bro. In jedem Server das gleiche. Ich habe nicht einen einzigen VDM gemacht auf dem Server. Mit irgend so einem Lappen, den man da wieder recht gegeben hat. Likes, hau rein, du Sohn. Grüß deine Mami von mir. Heute Abend gibt's Arsch. Arsch vom Feinsten gibt's heute Abend. Ich bin Bullen, Digga, ohne Schutzvoll, Alter. Oh, geil, ja, Bullen, ja, Mann. Ey, ich sag dir mal, was du gebrauchst. Ja, den Arsch. Aufforderung zum Metern. Schade, dass du leider auch so ein Content-Streamer bist, der sich alles rausnehmen will. Rückmeldung an DR. Machen wir noch zum Abschluss Support Action. Könnte man mal jetzt sagen, warum ihr nicht auftaucht, wenn ich zweimal R-Damp werde, V-Damp werde, ganze Zeit PD-V-R-Damp mich, dann werde ich im Würfelpack nochmal R-Damp, V-Damp und ich krieg die Verwarnung dafür. Dann erwartet ihr von mir ernsthaft, dass ich noch irgendwie mit eurem Server irgendwie RP versuche? Das hat jeder hat das geduldet, wie du ja, RP spielst. Ja, das ist mein Bester, ja? Ich du, mache RP, wenn RP vorhanden ist. Aber auf eurem Server ist 0% RP vorhanden gewesen. Die machen Sperrzone und knallen alle ab, die da sind. Willst du mir erklären, dass das RP ist? Das ist für mich genauso wenig RP, stimmt. Gebe ich dir recht. Ich habe deinen Stream angeschaut. Du hast mehrere Male RDM begangen. Jetzt zeig mir die Situation. Ich brauche dir die Situation nicht zu zeigen. Du brauchst nur deinen eigenen Stream zu gucken. Welche Situation denn? Was war RDM? Du schießt Leute, die in die Tanke kommen, einfach um. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Warte mal, willst du überhaupt den Projekt lernen? Alter. Ich bin der. Der in der Tanke bei mir war? Ja, genau. Du warst doch dabei. Alle du hast mir die Erlaubnis gegeben, dass ich die Streamer abknallen darf. Ich sag dir ehrlich, mir ist scheißegal, ob du ein Streamer bist, ob du Content-Streamer bist. Mich juckt so ein Scheiß. Alleine, dass du es erwähnt, sagt, dass es dir anscheinend nicht scheißegal. Ja, genau. Ja, weil wenn es dir scheißegal wäre, dann würdest du es ja gar nicht erwähnen. Das Ding ist, du weißt ganz genau, dass du deine Zuschauerzahlen hast, ne? Das weißt du ganz genau. Ach, das was Ding ist, du gibst... Alter, ich bin nicht wie du. Wenn du auf Zuschauer so wie eine willst, dann bist du so. Ja, anscheinend bist du einer, ne? Jackst du ja einen drauf, wenn du mal 10 Zuschauer hast, wa? Du hast eine Fanbase von 12-jährigen Kiddies, Digga. Sagte der Projektleiter, der für 5 Euro irgendwelche Packs drin hat, wa? Die kleinen Kinder schon abziehen, die das Geld aus der Tasche ziehen. Und dann dem Streamer 30 Kills zur Verfügung stellen, damit die schön im Stream sehen. Dann schön manipulieren, genau. Den AMG dem geben, damit die kleinen Kinder schön kaufen, wa? Da machst du Bock, die kleinen Kinder die Tasche leer zu machen. Das gefällt dir, wa, du kleiner Schlingel? Die kleinen Kinder die Tasche leer machen, du kleiner Schlingel, ha? Hast du Bock drauf, wa? In Miami für Koks zu verprassen, das Geld von den kleinen Kindern. Darauf hast du Bock, wa? Schämst dich halt nicht, für 5 Euro solche Packs zu machen, obwohl du weißt, wie viele kleine Kinder auf deinem Server sind? Nein, ich schäme mich nicht. Ein Käse für 5 Euro. Wo ist das Problem? Warum sagt jemand dir das? Aber warum machst du sowas? Warum mache ich sowas? Warum nicht? So, ganz ehrlich, weißt du, wie sich ein Server bezahlt? Komm, guck mal, reden ganz normal, wie Männer jetzt. Hör mal zu. Nein, ich will mit dir alleine reden. Salore, geh mal raus. Salore, geh mal weg. Ich will hier keine Ahnung. Ich komme am Ende nochmal zu den Cases. Komm einfach bei mir rein. Dann kannst du mal beurteilen, ob es zu Recht war, dass ich sowas gesagt habe. Guck mal hier, warte jetzt. Guck mal jetzt diese 10 an. Man sieht, dass keiner hinter mir ist, ne? Die sind schon relativ weit weg und das Auto ist ja viel, viel schneller. Machen wir eine Verfolgung, würde ich mal sagen. Dann gehe ich hier rein. Guck mal, man sieht, hier ist keiner, ne? Naja. Hier ist kein Auto. Ja, also hat mich keiner hier reinfahren sehen. Logisch, ne? Ja, genau. Ich fahre hier rein. Ja. Bin ich auf jeden Fall los. Weißt du, ich verstehe das nicht, wie der halt mich instant findet. Ja, okay. Das sehe ich gar keinen Sinn. Das ist ja nicht einer von mir. Das ist ja anscheinend jemand, der bei euch RP spielt, wenn er schon im PD drin ist. Genau, jetzt hast du den einen hast du einen Headshot gegeben, glaube ich. Ja, diese Situation würde ich jetzt auch gerne hier verstehen, warte. Warte, zeig mal. Warum ist der Schuss abgeprallt? Aber du hast stabiles Aim. Was denn? Alter, mach nochmal zurück. Was macht ihr, ja? Der ist den Kopf abgeprallt, der Schuss. Es kommen noch ein paar Sachen. Verstehst du es langsam, ne? Warum ich das gesagt habe irgendwann? Ich schreibe hier auch gerade Tickets zwischendurch, ne? Die 10 zeige ich jetzt zwar jetzt nicht, aber da wurden schon die ein oder anderen Tickets schon verfasst. Ist keiner gekommen? Ja, in einem Ticket habe ich sogar angefangen zu beleidigen, damit mal jemand kommt. Warum hatte ich denn hier kurze Zeit Adminrechte? Guck, jetzt einer wird hochgeholt, guck jetzt. Der hier. Oh,
die haben den hier instant getasert. Er ist ja jetzt festungsbereit, ne? Und man könnte jetzt zu ihm hingehen und ihn fesseln. Ja, guck mal, was die hier aber jetzt machen. Ihr seid so scheiße, Alter, komm, ich kann. Die tasern hier weiter, weißt du? Die schänden auch noch seine Leiche. Ich weiß nicht, irgendjemand von deinem Team hat mir Adminrecht anscheinend gegeben. Selbst wenn du 1 Milliarde Euro hättest, ob du der geilste Spiel, wäre mir scheißegal. Aber wer hat mir denn gegeben? Weiß ich nicht, wer dir Adminrechte gegeben hat. Okay, okay, aber dann will ich trotzdem die Situation hier erklärt haben. Guck mal, ich habe hier dieses Recht jetzt benutzt, ich habe mich unsichtbar gemacht, ne? Ja, ich bin weg, bye bye. Guck mal, er kommt und er trägt mich. Aber er kann ja gar nicht wissen, dass ich da bin. Er ist aber nicht bei uns im Team, kann ich dir sogar zeigen. Ja, er ist im Stream. Ja. Deswegen weiß er, dass ich da bin. Guck mal jetzt, was er sagt. Er ist im No-Clip. Man wird ja denken, der ist am Schlafen, weil man macht diese Handbewegung ja auch, wenn keiner da ist. Er kann ja gar nicht wissen, dass ich da bin. Ja, der war bei dir im Stream. Ist der Lukas ein Admin? Ja. Guck mal jetzt, was er sagt. Wer? Er sagt wer, er weiß es gar nicht. Der Typ, den ich in der Hand habe. Weißt du, er denkt, der hat einfach seinen Arm gehoben. Der kann das gar nicht. Weißt du, der andere, der Admin selber, der Supporter ist, der hat die Sachen gar nicht an. Der weiß das ja gar nicht, dass da jemand ist. Du hast keinen in der Hand. Guck, der hat Duty gemacht und hat trotzdem keinen gesehen. Doch. Und er sagt, doch, Bruder, als wüsste er es 100%. Das kann gar nicht sein, weil wenn er in den Admin-Duty geht, beziehungsweise in Supporter-Duty, dann sieht er deinen Name-Tag automatisch. Also hat er gesehen, dass da oben jemand war. Ja, dann war der mit der auch im Stream und wollte sich nicht verraten oder so. Ja. Dann war der, also der Supporter. Also er hat dich auf jeden Fall mit diesem, guck mal, er guckt sogar in deine Er tut Richtung. Dann also, so, als hätte er mich nicht gesehen. Ja. Also hat der Supporter auch gewusst, also war der auch im Stream. Ja. Aber Bro, guck mal, hör mal jetzt sein Wer, das ist so auffällig. Hör mal sein Wer jetzt an, wie der Wer sagt. Wer? Ich glaube, du verstehst es gerade falsch. Da ist ein anderer, der sagt, du hast niemanden in der Hand. Und dieser DR Lukas sagt, doch, da ist jemand im No-Clip bei dir und sagt deine ID. Ach so, Bruder, warte mal. Jetzt habe ich ihn exposed. Jetzt habe ich aber exposed. Jetzt hören wir mal zu. Du meintest gerade, dass der Lukas der war, der mit dem No-Clip, ne? Ja. Der sagt, der ist im No-Clip. Und du sagst, also das ist der hier, der wer sagt, ne? Ja. Und das ist der, der mich sieht. Ja. Okay, dann guck mal jetzt. Guck mal auf seinen Mund, als der wer sagt. Wer? Er sagt, wer sein Mund bewegt sich. Und du sagst ja, dass er das No-Clip gesagt hat. Guck auf seinen Mund, ob der sich bewegt, als er das mit No-Clip sagt. Der Typ, den ich in der Hand hab. Siehst du seinen Mund? Bewegt er sich? Hat sich sein Mund gerade bewegt, als er das gesagt hat? Also war der das nicht. Das war der hier. Ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Weißt du, was ich gerade nicht ralle? Er ist mit Duty gegangen und sagt, du hast niemanden in der Hand. Ja, er hat auch gemeldet und er wollte auf unauffällig tun. Er war wahrscheinlich auch im Stream, um sich angeblich nicht zu verraten mäßig. Ja, also, also er hat sich quasi selber gefragt. Ne, normalerweise wird man es sagen, wenn man es sieht, aber wenn du halt den Stream anhast, hast du Angst, ertappt zu werden, dann tust du, als hättest du ihn nicht gesehen. Verstehst du? Das ist die einzige Erklärung. Anders kann man es nicht erklären. Aber ich bin unsichtbar. Er sagt ja, er ist im No-Clip. Aber wenn jemand unsichtbar ist, ne? So passiert ja manchmal im RP, dass jemand mal unsichtbar ist und dann irgendwie gebuggt ist und so. Wie kommt er dann drauf, dass ich im No-Clip bin? Man sieht es ja im Stream. Man wird ja nicht sagen No-Clip. Man wird ja einfach sagen, der ist unsichtbar. Ja, weil er hier bei dir im Stream drin war. Weil er dein Admin-Menü gesehen hat, Digga. Dann frage ich mich aber, warum er mir nicht Bescheid sagt, dass du Admin-Menü hast, Digga. Ja, weil er im Stream ist und das nicht rauskommen soll, ne? Dann waren alle deine Admins im Stream. Dann kannst du auch vorstellen, warum die meisten mich nicht mögen. Die sind ja mein Stream, aber mit einem hinterhaltigen Zuschauer. Jetzt kommt diese Szene. Aber Schusskoll ist, glaube ich, bei dem nicht mehr. Guck mal, er DM'd und er VDM'd. Ich werde er DM und VDM. Also auf gut Deutsch gesagt, ich werde in den Arsch gefickt und ich werde auch in den Mund gefickt. Und jetzt guck, was oben links kommt. Oder ich werd gewarnt. Anscheinend sind die da, aber deine Admins haben keinen Bock, mir zu helfen, weil die mich nicht mögen. Guck mal hier, was ich der Spieler Samo wurde verwarnt. Grund Massen-RDM, VDM plus Trolling. Ich hab nicht einmal VDM gemacht. Ich hab nicht einmal Massen-RDM gemacht. Dann ist meine Geduldsphasen gerissen. Weißt du, ich werd VDM, ich werd RDM, ich werd in den Arsch gefickt und ich krieg eine Verwarnung. Ja, ich muss entbannt werden. Gib mal deine Bann-ID. Wie das da alles passiert ist, ist natürlich nicht in Ordnung. Die Sache, wie die da dich abgeknallt haben und die anderen Leute auf dem Boden abgeknallt haben, ist auf jeden Fall nicht in Ordnung, definitiv nicht. Das f*** mich unnormal ab auf jedem Server. Die Admins warten auf meine Fehler und gucken wie kleine F***en zu und machen nichts, wenn mir was passiert. Aber wenn ich einen Fehler mache, sind die instant da. Natürlich wird jeder jetzt drauf geiern, dass du irgendwelche Fehler machst. Was ich sagen wollte ist, mit deinem Case, ne, das habe ich ein bisschen provokant gesagt, aber Bro, mach die Scheiße raus, ja. Ich halte sowieso generell von sowas nichts, so, Importwaren, generell mit Geld, dies, das und so. Aber es gibt viele Möglichkeiten, womit du das anders machen kannst. Aber du musst den Server auch finanzieren und so, alles gut, ne. Und viele machen halt Importwaren, aber ich habe das mit dem Case halt noch nie so richtig gesehen, aber Case ist wieder was ganz anderes, verstehst du, was ich meine?
Die gibt's überall. Guck mal, da, also. Ja, ja, aber da kannst du ja wenigstens eine Altersbeschränkung machen. Also, aber da auch ist, das da ist nicht. Mir geht's nicht darum, Leute abzuziehen. Es geht ja nicht darum, ne? Ob du, was deine Intention dahinter ist, das hinterfrage ich ja nicht. Es hat ehrlich gesagt auch nicht so mit Alter zu tun. Guck mal, das Ding ist, das löst bei Menschen Glücksgefühle aus. Verstehst du? Dieses Gefühl, das ist etwas, was von vielen Menschen ausgenutzt wird. Es gibt viele Reiche, die durch sowas sehr, sehr reich werden, weil ein Mensch hat halt viele negative Eigenschaften. Die Sucht von einem Menschen zum Beispiel wird in vielerlei Hinsicht ausgenutzt. Beispielsweise mit Alkohol, beispielsweise mit Zigaretten und mit Glücksspiel. Das ist harmlos, ja, auf eine Art und Weise. Es ist ja nur, also 5 Euro, wenn du einmal kaufst, machst du es und dann ziehst du halt nichts. Egal wie alt, es kann sein, dass das ein 13-Jähriger zieht, aber das ist eigentlich nicht relevant, ob das Jüngere bekommt oder Ältere. Weil jeder Mensch ist anders und es gibt viele Menschen, die sind suchtgefährdet. Es kann sein, dass ein Familienvater, der in seinem Leben noch nie was mit Glücksspiel zu tun hat, dann RP zockt und der holt sich diese Case. Es kann passieren, dass einer von diesen Leuten, die bei dir eins kaufen, dass er mit seinem ersten Ding ein AMG zieht, beispielsweise, und dann hat er dieses Glücksgefühl, verstehst du? Und der ist dann auch automatisch, wenn dein Charakter das zulässt, und das ist bei meisten so, der ist dann automatisch suchtgefährdet. Und das ist der Anfang. Das fängt ja immer harmlos an. So FIFA-Pack-Openings, das fängt harmlos an. Du ziehst Messi und du denkst so, boah, geil. Und dann willst du auf einmal es mit Geld versuchen. Es verleitet dazu, dass es zu den nächsten Schritten geht. Und ich weiß nicht, es ist deine Sache, okay. Du kannst es drinnen lassen, aber du musst halt dir bewusst sein, dass es sein kann, dass wenn das 50 unterschiedliche Leute kaufen, vielleicht ist das so, dass davon 45 Leute davon nichts passiert, aber du kannst garantiert davon ausgehen, dass einige Leute dadurch verleitet werden, den nächsten Schritt danach weiterzuführen. So fängt das immer an, das fängt immer klein an. Du fängst mit Zigaretten an, danach gehst du zu Gras, danach zu Koks, danach zu Heroin. Ich sag dir ganz ehrlich, deine Ansicht, ich teile deine Ansicht voll und ganz. Es ist im Endeffekt nicht deine Schuld, also du entziehst dich der Verantwortung, so, aber es kommt drauf an, was du für ein Mensch bist. Es gibt zwei Arten von Menschen, Bro. FIFA ist es scheißegal, beispielsweise, wer da was verzockt, Hauptsache das Geld stimmt. Casino ist es scheißegal, was da passiert. Wer was verzockt, Hauptsache die kriegen ja Geld. Es gibt ja nur einen Profit. Ist auch egal, ob Familien kaputt ja, denen ist das scheißegal, was da kaputt geht. Hauptsache am Ende ist der Umsatz, der stimmt. Die Milliarden kommen rein. Du musst dich für eine Richtung entscheiden. Es gibt auch viele Streamer, die Casino so machen. Die entziehen sich. Ja. Ey, du bist einer, du scheißt drauf. Du machst einfach und sagst auf Krampf, jeder ist für sich selber verantwortlich. Aber du musst auch mal bedenken, das sind deine Zuschauer. Du wächst mit denen, ohne die bist du ein Nichts. Erstens das. Du hast auf eine Art und Weise recht, wenn du sagst, jeder ist für sich selber verantwortlich. Aber wie kannst du es wagen, als Streamer sowas zu präsentieren, wenn die Leute dich so krass hardcore fühlen, wenn die alles von dir teilen. Guck mal, es gibt Leute zum Beispiel bei mir, wo ich schon teilweise gesehen habe, dass sie mein Instagram-Bild als mein Gesicht an so nehmen. Weißt du, so krass feiern die mich. Und wenn diese Leute dich so krass fühlen und einfach, die wollen das machen, was du willst. Die wollen einfach dir näher kommen. Und wenn die dann sehen, du machst sowas, dann wollen die es auch machen. Verstehst du? Wenn die sehen, du spielst Casino, hast Sambo Spaß an Casino, ich will es auch mal probieren. Weil ich feiere Sambo sehr und ich will auch mal mit dem so diese Emotion teilen. Das Gleiche, was er erlebt, möchte ich auch erleben. Aber wenn du dann sagst, halt, dass du der Verantwortung, dass das mit dir nichts zu tun hat, kann man sagen, das ist auch richtig. Im Endeffekt hat es mit dir nichts zu tun. Dann denkst du an deine Zuschauer nicht. Dann bist du halt in meinen Augen halt jemand, der auf seine Zuschauer scheißt. Du bist ja als Projektleiter, hast ja auch noch auf eine Art und Weise eine Verantwortung. Du kannst ein Sohn sein, so wie es die meisten Projektleiter sind, und nur auf alles scheißen, so dies, das. Ja, sind sie auch. Aber das Ding ist, ich sehe halt Zuschauer nicht als Zuschauer. Ich sehe die als so familiär. Und ich, klar, ich bin ab und zu ein schlechtes Vorbild, indem ich beleidige und so weiter und so fort. Aber ich bin halt so. Ich kann ja jetzt mich nicht ändern. Ich würde auf eine Art und Weise, wenn ich jetzt nicht beleidigen würde und so, würde ich mich auch verstellen. Ich finde, das ist eher ein schlechtes Vorbild, wenn ich jetzt im Stream nicht beleidige. Und dann sehen die mich irgendwann, keine Ahnung, Privatleben, wo ich anders bin, wo ich beleidige und so weiter und so fort, da bin ich ja auch auf eine Art und Weise ein schlechtes Vorbild, weil die denken dann, okay, Samo verstellt sich vor anderen Leuten, dann wird das vielleicht so aus. Und das ist ja, dann bist du ein falscher Mensch. Das verleiht ja auch dazu. Dann denken die ja, okay, dann muss ich das auch so machen. Ich finde, das ist schlimmer, als wie wenn ich beleidige. Beleidige ich lieber und vermittle den Leuten, ihr solltet immer so sein, wie ihr seid, statt so zu tun, als würde ich nicht beleidigen, aber privat beleidige ich und dann bekommen die das mit. Wenn ich zum Beispiel ein Projektleiter wäre, wäre das bei mir zum Beispiel so, die Leute, die da drauf zocken, zum Beispiel richtiges RP beispielsweise so machen und so weiter. Ich würde das genauso wie im Stream nehmen. Das sind so Leute, hier sind es die Zuschauer, die schauen mir zu. Und dort sind das dann die Spieler, die auf meinem Server dann spielen. Weißt du, die geben mir die Ehre, dass sie meinen Server von so vielen aussuchen. Und dass sie hier bei mir dann dieses RP machen wollen. Ich hatte früher zum Beispiel auch gestreamt. Und bei mir war das früher so, dass ich vor einem Jahr, ich hatte einen anderen Kanal. Und da habe ich das auch zum Beispiel so gemacht. Viele Streamer fangen ja an.
zu streamen wegen Geld. Die wollen Geld verdienen. Und ja, viele Leute machen einen Server wegen Geld. Die wollen Geld verdienen. Die machen einen Server und versuchen mit Importgeld irgendwie Geld zu verdienen, ihre 5.000 bis 20.000 oder 100.000, wie viel das auch immer ist, im Monat zu verdienen, ja, damit die nie wieder arbeiten müssen. Und so ist es bei den Streamern auch. Das ist eigentlich 1:1 das gleiche Prinzip. Bei dem Server ist es so, Projektleiter tun so, als wären Leute nicht mit Import waren bevorzugt, die tun so, als wenn das keine Rolle spielt, aber die werden bevorzugt und so weiter und so fort. Die machen Hüterrückmäßig, weißt du? Und Streamer tun so, als wären Geld nicht wichtig und die tun so, als wären ihre Community wichtig, was auch zu 99% nicht der Fall ist. Und bei mir war das auch früher so, dass ich halt Zuschauer hatte. Ich hatte jetzt nicht so viele, aber ich hatte halt so im Durchschnitt so 10, 20 Stück oder so. Und es waren viele Leute bei mir drinnen und bei mir ist auch der Eindruck entstanden, dass die Leute subscriben müssen und so weiter und so fort. Bei meinem alten Kanal habe ich die Donations rausgeholt. Ich habe die Bits auf 10.000 gestellt. Nicht, damit die 10.000 spenden sollen, damit die gar nicht in Versuchung kommen. Mir war das scheißegal, ob da ein Random reinkommt und dann denkt, es gibt keinen Sinn, Bruder. Warum soll ich denn 10.000 stellen, ne? Das kommt ja Geld darüber. Aber das Ding war, Randoms, die reinkommen, die haben das so gedacht, meistens. Das hat mich aber nicht gejuckt. Ich habe das gemacht für die, die da waren, diese 10, 20 Leute. Damit die nicht diese Bits spenden ab und zu, verstehst du? Damit die gar nicht spenden können, damit die gar nicht zur Versuchung kommen. Das war die Intention dahinter. Ich habe jeden Tag 12 Stunden gestreamt, 12 bis 15 Stunden und ich habe die Kanalpunkte für Subscriber und ich habe das auf 50.000 gestellt. Auf 50.000. Mhm. Und du konntest bei mir in einem Monat 100.000 Punkte machen. Und ich habe ein Jahr lang jedem sein Sub bezahlt quasi. Verstehst du? Jeden Tag, jeden Monat habe ich die ganzen Subs für die Leute bezahlt. Und wenn Leute gesubbt haben, habe ich die teilweise weggebannt, damit die es nicht machen. Und ich habe ein Jahr gestreamt und ich bin von Monat zu Monat immer mehr ins Minus gegangen. Ich habe nicht dran gedacht, weil es ging mir gar nicht darum. Ich wollte im Endeffekt einfach diese Leute haben, weißt du? Darum ging es mir. Ich wollte, dass die Leute Subscriber sind, weil die es unbedingt wollten. Deswegen habe ich das mit diesen 50.000 Punkten gemacht. Und ich habe für Monat, statt zu verdienen, wie es andere machen, weil das hat mich gar nicht gejuckt, ich wollte einfach diese Leute, die dahinter stecken, ich habe Monat für Monat immer mehr Geld bezahlt für diese Leute. Und ich bereue es bis heute nicht. Jeder ist, wie der ist, von Geburt an. Ich denke, Menschen können sich nicht ändern. Es gibt vielleicht 1 zu 1 Million Mal eine Ausnahme, aber ich denke, von Natur aus können sich Menschen nicht verändern. Entweder du bist ein Mensch, den das nicht juckt, weil es ist in dir drinnen. Entweder du hast so ein Gewissen dafür oder du hast es nicht. Und wenn du ein Mensch bist, der es nicht hasst, da ist es von deiner Sicht aus auch dann legitim. Was ich gesagt habe, war jetzt ein bisschen provokant mit kleinen Kinder abziehen. Alles cool. Das war so ein bisschen auf die Wunde Salz gestreut. Aber es hat ja auch ein bisschen Wahrheit beinhalten. Jetzt nicht im Sinne mit abziehen, sondern das, was ich gesagt habe, in dem Sinne, dass ich das nicht gut finde. Das war ja die Wahrheit dahinter. Ich fand das auch sensationell, dass du halt das manipuliert hast bei mir. Das ist einfach das perfekte Beispiel, wie es eigentlich ist. Du kannst das ja mit, schon mit deinem Kack 5M-Server. Jetzt nicht, dass dein Server kacke ist, sondern Pfeifer generell sind alle kacke. Wenn du bei Pfeifer bist, bist du generell kacke, weißt du? Allein dein Kack 5M-Server ist in der Lage, innerhalb so kurzer Zeit so. Wollt ihr mir dann ernsthaft erzählen, dass FIFA oder Casino-Seiten, wo es nur um Geld geht, wollt ihr mir ernsthaft erzählen, dass die das nicht machen? Darf ich noch kurz ein, zwei Worte zu dir sagen, kurz? Zu wem? Zu mir? Zum hier Snacks. Was für Snacks? Was das RDM und VDM und was auch immer angeht. Das haben wir eigentlich eben schon geklärt. Deine Zuschauerschaft, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Das will ich gar nicht wissen. Das hat sich für mich erledigt. Ich will das jetzt gar nicht in die Länge ziehen. Jeder hat die Situation sowieso gesehen. Wir brauchen darüber jetzt nicht zu reden. Ich bin jetzt auf jeden Fall weg, ja? Jo, alles klar, ne? Alles gut. Weißt du, so auf Krampf noch versuchen hier im Stream noch gehört zu werden und irgendwann irgendeine Kacke erzählen. So. Ihr habt doch alle Situationen gesehen. Ist jetzt unnötig, jetzt meine Zeit damit zu verschwenden. Aber das wird sonst nicht enden. Sonst wird der hier noch eine halbe Stunde labern, dann werde ich wieder eine halbe Stunde labern. Und Raba Lababa. Ich möchte euch jetzt noch zum Endpunkt noch was sagen, zu Glücksspielen und so weiter. Ich als Streamer bin auf vielerlei Hinsicht auch ein schlechtes Vorbild. Welche Hinsicht? Ich würde sagen, eigentlich nur Beleidigung. Weißt du, ich beleidige, ich bin in dem Sinne ein schlechtes Vorbild, ich beleidige sehr viele und so, ich bin sehr mad. Aber, Bro, das ist halt eine Eigenschaft von mir, ich bin so. Und wenn ich es nicht so mache, ist es halt so, dann verstelle ich mich. Es gibt viele, die sagen, dass jeder für sich selber verantwortlich ist. Ja, stimmt, Bro. Aber das sagst du nur, wenn dich die Leute, die dir zuschauen, nicht interessieren. Das kannst du sagen, und das, was du sagst, beinhaltet auch 100% die Wahrheit. Aber das ist halt so, dann bist du halt die Art Mensch, dem es scheißegal ist, was diese Leute dahinter, was mit dem passiert. Zum Beispiel, wenn ich mir zuschaue, ich zock zum Beispiel Casino und ich baller die Spins und das ist sowieso manipuliert, damit ich die ganze Zeit gewinne. Und ihr seht das, Leute, die mich halt fühlen, denken sich, ah, okay, ich liebe den, so weißt du, ich guck den zu, Tag und Nacht und so. Ich möchte das machen, was er auch macht, damit ich mich mit dem näher fühle. Viele nehmen Cristiano Ronaldo als Vorbild und dann wollen die auch Fußball spielen, damit die mit Cristiano Ronaldo eine Bindung haben. Und so ist das auch, wenn du jemand zuschaust. Du versuchst mit dem das Gleiche zu tun und dann
ahmst den nach und dann machst du es und so weiter. Und wenn du dann halt sagst, als Streamer beispielsweise, jeder ist für sich selber verantwortlich, ja, du hast recht, aber dann bist du ein Hurensohn, weil du auf an deine Zuschauer nicht denkst. Dir ist scheißegal, was mit ihm passiert. Dir ist scheißegal, ob du irgendeinen Familienvater oder keine Ahnung, einen 13-Jährigen dazu auf eine Art und Weise treibst, dass der in diese Richtung geht.